Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Unity. Ich war in den letzten Tagen ein bisschen, oh, ich will nicht sagen inaktiv, aber ein bisschen faul. Ich weiß nicht, ich habe halt Naruto Shippuden geguckt und ich habe es zu meinem Lebzeit nie zu Ende geguckt und deswegen habe ich es mir vorgenommen, mal zu Ende zu gucken und irgendwie hat es mich, keine Ahnung, in seinen Bann gezogen und ich konnte einfach nicht aufhören. Aber jetzt bin ich wieder da, weil ich es zu Ende geguckt habe. Und jetzt freue ich mich auf eine kleine Aufnahme mit euch zusammen. Und unsere heutige Aufgabe ist es, dann nach unten zu gehen. Und zu hoffen, dass einer bei uns in die Nähe kommt. Wir haben kein Pfeifen oder so. Ich weiß nicht, wir müssen drei Leute aus der Deckung umbringen. Ich bezweifle irgendwie stark, dass ich es irgendwie schaffen werde. Ja. Das Problem ist halt erstmal den Typen wegzukriegen. Der Typ wird aber von dem bewacht. Und der wird von dem bewacht. Das heißt, theoretisch wäre mein Auftrag hier, den Hinteren zuerst zu töten, aber aus einer Deckung heraus. Ich weiß nicht, ob es nur diese drei gibt. Aber wenn dem so ist, da habe ich halt ein Problem. So, wie wir nochmal ducken? In Deckung gehen. Ne, das ist in Deckung gehen. Ducken? Ach, ducken wir so, stimmt. So. Was haben wir denn hier für Deckungsmöglichkeiten? Also der eine, der da, der wandert die ganze Zeit. Das heißt, theoretisch könnten wir auf ihn warten irgendwo. Den könnten wir tatsächlich versuchen, da aus der Deckung rauszutöten. Die anderen beiden wandern nicht. Guckt er jetzt ernsthaft in meine Richtung? Ja, das wird nicht einfach, Freunde. Das wird nicht einfach. Gucken wir erstmal. Wir versuchen es erstmal bei einem, wenn wir es da verkacken, ist halt so. Oh, verkackt. Wie? Was? Wie? Wie denn? Nein, nicht die Glocke. Ich bin doch noch kein Profi. Nein! Ich hoffe, ich hab's auf. Ich hab ihn geblockt, bevor er es machen konnte. Okay, er ist auf jeden Fall tot. Au. Oh Gott, ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Ist nur eine kleine Wunde. Ich kann auch laufen. Ich töte sie jetzt alle. Okay, das war jetzt ein Beispiel, wie es hätte schief laufen können. Das wollte ich euch mal zeigen, damit ihr seht. Ha, so sieht das also aus, wenn der Zero failed. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass er nicht failed. Und das werde ich euch jetzt zeigen. Und wir hoffen einfach mal, dass es mehr als diese drei gibt. Und ja, ich kann mir nicht vorstellen, wie ich da aus der Deckung irgendwas töten soll. Also de facto ist erstmal, wir springen runter. Das ist erstmal Punkt Nummer 1. Dann laufen wir in diese Richtung schleichend. Wir springen hier hoch. Ja, hoch. Und dann runter. Was war denn das gerade für ein Geräusch? Egal. Ach so. Hä? Haben sie sich nicht gerade irgendwie getötet? Das war Nummer 1. Ich weiß nicht, ob ich ihn mit der Leiche herlocken kann. Das war schon mal aus der Deckung rausgezogen. Na, was zum Teufel? Ich hab gar nichts gemacht. Es gibt Dinge, die versteht man einfach nicht. Und das war eins davon. Ja, voll um. Na gut. Sabotieren wir es mal die Glocke. Gut, ich glaube, ich habe die drei nicht aus der Deckung getötet. Ich weiß nicht, kommen jetzt noch mehr, die ich aus der Deckung töten kann? Guillaume de Roussel hat gütigerweise unserem Preis von 40% zugestimmt.
Eine Verzweiflungstat. Und der Priester? Das wird schon werden. Eure Zuversicht ist ansteckend, Siver. Meine Leute werden den Wagen bereithalten. Hier sind die Details. Seht zu, dass es glatt läuft. Entendu. Seht zu, dass es glatt läuft. Kretter. Wann habe ich je... Hilfe! Mörder! Diese Bastarde hat den Leibwachen. Und? Nächstes Mal erledige das, bevor einer losschreit. Warum verweilen wir hier, solange dieser Siver noch lebt? Er tötete Monsieur de los Herr. Geduld. Siver ist nicht unser Ziel. Nicht heute. Komm schon. Der Rat wartet auf unseren Bericht. Manu, was? Hä? Was? Hä? Was? Wie ich verwirrt war das denn jetzt gerade? Egal. Drücken Sie nach rechts, um eine Rauchbombe auszuwählen. Haben Sie diese ausgerüstet, drücken Sie RB, um sie zu werfen. Rauchbomben verschlechtern die Sicht der Gegner und verschaffen ihnen Zeit zu fliehen. Im Schutz der Rauchbomben könnten Sie außerdem heimliche Attentate auf arglose Wachen ausüben. Eine verdammte Rauchbombe! Wuhu. Wir legen dich auf uns. Aber ich habe keine Zeit. Ja, aber keine Zeit. Ich muss mit dem Typen mithalten. Was für ein Tempo! War dein Vater eine fette Schnecke? Oh, wie nett. So. Ich muss mit ihm Schritt halten, deswegen muss ich mich beeilen. Sonst hätte ich jetzt versucht, noch ein paar Wachen aus der. Aus dem Schleichen heraus zu töten. Bist du extra ganz runtergesprungen? Glückwunsch, wir haben Rang Elite-Rekrut erreicht. Oh, Dankeschön. Verdient ihr deinen Sporn? Halten Sie RB gedrückt und lassen Sie los, um Rauchbomben auf Gegner zu werfen. Hey! Warte. Dein Kopf gehört mir! Es ist irgendwie so ein bisschen seltsam. Der ist losgelaufen, noch bevor ich Bombe geworfen habe, weil er die Bombe nicht geworfen hat. Ist das seltsam. Ich dachte, wir töten sie. Hallo. Wo ist er hin? Wo läufst du? Warum läufst du denn überhaupt hier hin, wenn du dann wegläufst? Ah, Mann. Geduld. Er kann nicht gewinnen. Ja, ja, nur Geduld. Au. Bam. Noch eine. Wie wär's, wenn du mir mal hilfst, ey? Komische Stricher. So, so. Ein weiterer Märtyrer für die Fanatiker. Gut. Läuft einfach zurück. Oh, dieses Klettern, ne? Dieses wahllose Klettern in diesem Spiel, das ist so verrückt. Manchmal klettert er, manchmal nicht. Egal. Guten Tag. Komm her, ich schneid dich auf wie den Rest dieser Verräter. Na, wenn das nicht mein alter Freund ist. Aber... Hä? Verstehe ich nicht. Egal. Mord, Patrioten. Diese Narren legen sich mit jedem an. Sie dürfen uns nicht bemerken. Halten wir sie nicht auf? Aufhalten. Ausweichen, das spielt keine Rolle. Es kommt immer ein Fanatiker nach. Du kannst nicht jeden retten, Pisspot. Aber man kann es versuchen. Tröstlicher Gedanke. Extremisten in Rot schikanieren die Bevölkerung. Sie werden von den Templern bezahlt. Die Extremisten können sie erkennen und sie überall in der Stadt angreifen. Vorsicht, Leute. Remy hat Monsieur Abinos Leiche in einem Innenhof nicht weit von hier entdeckt. Mit aufgeschlitzter Kehle. Ich muss leider mit ihm mithalten, das ist meine Nebenquest. Dieses Attentat aus der Deckung werde ich wohl nicht mehr hinkriegen, ich wüsste auf jeden Fall nicht wann. Weil ich keine Zeit habe, weil ich hinterherlaufen muss. Was nennst du Rennen? Ich bin genau hinter dir, was ist denn los? Boom! Das nennst du springen? Was bist du, eine kleine Wachtel oder was? Ich weiß, Wachteln sind Vögel und Vögel können fliegen. Egal. Er ist trotzdem eine kleine Wachtel. Eine nicht fliegende.
Pass auf, dass du dich nicht überanstrengst. Der Typ ist gut, nur leider nicht gut genug. Das nimmst du hin? Ne? Ich finde das noch verwirrend hier mit der Kamerasteuerung. Es tut mir ja leid. Ich würde ja gerne gut rennen können. Du kannst ja nicht mal springen. Nimm dir ein Beispiel wie ich. Ich bin ein Hase auf den Dächern von Paris. Ich werde noch laufen, wenn du längst tot bist. Ich bin neben dir. Ich habe dich eingeholt. Ich weiß nur nicht, wo lang. Es ist doch ein Spinner, ne? Das nennst du Rennen? Ich nicht von euch rumschubsen. Für alles Geld, was du hast. Oh mein Gott, das muss ich ausnutzen. Nein! Ich hätte da reinspringen sollen. Oh. Wachen in Blau greifen Extremisten in Rot immer als Erster an. Vermeiden sie selbst anzugreifen und Konflikte vorzubringen. Ja. Ich werde noch laufen, wenn du längst tot bist. Weil ich kann! Woo! Kannst du mir mal sagen, wo du hin willst? Ist das ein Weihnachtsbaum? Ich glaube das nicht. Da treffen wir Sivere nach einem Jahr und du lässt ihn gehen? Nur weil sein Name nicht auf einem verdammten Papier stand? Es ist die falsche Zeit. Zu viele Variablen. Zu viele Unwägbarkeiten. Und wenn wir ihn wieder verlieren? Er wird morgen in Notre Dame sein, wenn er sich an den Plan hält, den wir fanden. Das hättest du eher sagen können. Achso, ich soll einfach gehen, okay. Ich dachte, ich soll nur immer noch folgen. Hallo. Sie können Ihre Geräte, Munition und Medizin in Geschäften auffüllen. Geschäfte findet man oft in der Nähe von Schnellreisestationen und Gesellschaftsclubs. Spüren Sie weitere auf, indem Sie Aussichtspunkte synchronisieren, um mehr von der Karte aufzudecken. Okay. Was passiert als nächstes? Wir bringen dieses Buch mit den Templer-Daten zu Mirabeau. Sie gewohnt nichts damit anfangen. Nicht durch uns. Die Templer schlachten sich seit Jahren. Du scheinst die nicht sonderlich zu mögen. Ab, als gäbe es keinen Morgen. Ein er ist Politiker. Er sieht sich als großen Friedensstifter. Macht das die Dinge komplizierter oder einfacher? Er glaubt, er könnte den Krieg zwischen Assassinen und Templern beenden, die Revolution zu einem glücklichen Ende bringen und Hunde und Katzen friedlich zusammenleben lassen. Und das ist schlecht? Es ist ein selbstgerechtes Hirngespinst. Die Templer sind schwach wie nie, seit Jacques de Moulin. Die Zöllner Frankreichs können wieder beruhigt schlafen. Apinon ist tot. Gefangene Adlige zu verhören, scheint etwas untypisch für ihn. Was haben die Templer nur vor? Hätten wir uns nicht von diesem Waffenstillstand einlullen lassen, wüssten wir es jetzt. Er hat recht, Honoré. Der Waffenstillstand bestand mit Großmeister de Lassay. Der Mann starb vor 2 Jahren. Wer immer nun das Sagen hat, seid sicher, dass er nicht untätig ist. Wir wüssten vielleicht mehr, hätten wir Sivere nicht entkommen lassen. Sivere war dort? Ich weiß, euer Herz will gern den Frieden wahren. Doch brächten wir Monsieur de Lassers Mörder zur Strecke, wäre das auch etwas wert, oder nicht? Ja, wäre es. Doch verwechsle deine persönliche Vendetta nicht mit einem durchdachten Plan. Wenn er Templer töten will, lass den Templer töten. Ich habe ihm alles beigebracht. Er ist bereit. Also dann, Assassine. Begib dich zur Notre Dame de Paris und finde dort den Templeragenten Charles Gabriel Sivert. Ergründe sein Geheimnis und ist dir das gelungen, bringst du ihn zum Schweigen, im Einklang mit unseren Regeln. Was macht dieser Typ eigentlich bei den Assassinen? Assassinen waren immer starke, große Helden, nicht unförmige mit seltsamen Frisuren. Egal.
Benutzen Sie die Fortschrittsanzeige, um diese Mission erneut zu spielen, um die optionale Herausforderung zu vollenden. Ja, vielleicht eines Tages. Ja, mal gucken. Nö. So, schauen wir uns hier mal ein bisschen um, ne? Hier ist eine kleine Altair-Statue anscheinend. Oder bist du... Du siehst mehr nach Edward aus, ne? Sieht mehr nach Edward aus. Keine Ahnung. Seltsame Statuen. Sind wir immer noch unter der Erde? Das sieht alles so merkwürdig aus. Wozu macht man etwas so verdammt schick mit Kronleuchter und hast du nicht gesehen, wenn wir eigentlich eine Geheimbasis haben sollten, in dem man nur das Wichtigste haben sollte? Assassinenrang. Rangliste ansehen. Rekrut, fortgeschrittener Rekrut, Elite-Rekrut, Lehrling. Aha. Okay, ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Wir sind derzeit Elite-Rekrut, werden demnächst nach 300 Erfahrungen Lehrling, dann fortgeschrittener Lehrling und so weiter und so fort. Okay. Man frage sich immer, was machen die hier den ganzen Tag? Der versucht irgendwie die Luft zu schleifen. Keine Ahnung, der piekst seinen Pillermann durch. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Seltsame Sachen machen die. Wir wollen auf jeden Fall raus, aber ich weiß nicht wie. Probieren wir es mal in die Richtung. Ich glaube, das irgendwie aber in Orientierung sagt die Richtung. Wir hatten hier unten ja einen Raum, da wollte ich gerade hingehen und gucken, was da ist. Was ist denn hier? Und du bist wer? Noch mehr Ärger. Oh, du bist noch mehr Ärger, okay. Ah, gut, da können wir aber noch nicht hin. Ich weiß nicht, ob wir eines Tages da hingehen können. Mal gucken. Na gut, das hier ist wahrscheinlich nur ein Geschäft, ne? Ja. Ich muss nichts kaufen. Alles, was ich brauche, ist meine Klinge. Und ein gutes Schwert vielleicht zur Not. Schauen wir mal. Jetzt bin ich ja so langsam eingespielt. Auf ein Wort, Bruder, was? Im Ladescreen? Wir haben jetzt schon die Ladescreens angesprochen. Ach, du. Die Nahrungskette. Dann bereitet euch vor. Was? Hä? Ist das so ein Multiplayer-Ding ins Gegens? Spieler 4? Ich will das Geld, und zwar sofort. Du wusstest, dass der Tag kommt. Du wagst es, in mein Haus zu kommen und mir zu drohen? Was gibt dir das? Jetzt sei mal nicht so laut, ja? Ich versuche gerade herauszufinden, was die Nahrungskette ist. Ich glaube, es ist einfach nur eine Quest. Das Problem ist, das Spiel ist schon so alt, wir werden höchstwahrscheinlich niemanden finden. Ja. Okay. Niemanden finden. Und abbrechen kann man es anscheinend auch nicht. Ja gut, dann gucken wir mal, was wir noch so für Quests haben. Okilidokili, haben wir irgendwo eine Main-Quest am Start? Was sollen die blauen Zeichen? Ich weiß es nicht. Ist alles so seltsam. Frag mich, was das hier ist. Schön wäre es, wenn man jetzt diese Multiplayer-Mission machen muss. Das wäre cool. Rat der Assassinen. Was bist du? Artefakt, okay. Ja, es ist mir ein Rätsel. Wie sind wir jetzt in der neuen Stadt? Ich habe da schon ein paar Aussichtspunkte angeguckt. Oder war ich bisher nur hier in der Mitte? Aber ich sehe auch keine Questmarker oder so.
Es wird weiter nach Spielern gesucht, was? Suche abbrechen. Ja, endlich. Huh. Okay, wir haben eigentlich überhaupt keine neuen Quest, oder? Doch, da hinten. Sie haben 4 von 5 Massenereignissen beendet. Hm. Gut, jetzt wissen wir wenigstens, wo wir hin müssen. Das Problem war einfach nur diese eine Quest. Oh, was ist das denn? Das Café-Theater besuchen. Ich hätte das Ganze auf dem PC spielen sollen. Meine Fresse, diese Ladescreens. Kann ich euch behilflich sein? Was ist das für ein Ort? Ein Weg zum Sanktuarium. Nicht so protzig wie der Eingang zur St. Chapelle, doch dafür gehört es uns. Es war Teil unseres Spionagenetzwerks. Aber im Moment sind es harte Zeiten. Wie kann ich helfen? Ich halte auch schon nach allen Gelegenheiten, die sich ergeben mögen. Vielleicht solltet ihr auch mit dem Verwalter darüber sprechen, das Gebäude zu renovieren. Ich bin aber zurzeit alles andere als flüssig. Alle Einnahmen des Cafés gehören euch und ihr könnt damit tun, was ihr wollt. Das Geld wird in einer Truhe im Arbeitszimmer hinterlegt. Und je mehr ihr hier verbessert, desto mehr Einnahmen. Genau. Ihr werdet feststellen, dass die Expansion in andere Bezirke ebenfalls Gewinne abwirft. Merci. Ich verstehe. Wieder so ein Ding ins Gericht zu investieren, Geld reichen, kriegst dafür Geld. In dieses Spiel brauche ich auch Geld. Das heißt, es ist gar nicht mal so schlecht. Nur wie investiere ich Geld hier rein? Das ist die andere Frage. Hier geht es nicht offensichtlich zum Arbeitszimmer. Im Keller. Was ist das für ein Ort? Clubsaal. Club erstellen oder beitreten? Einen Club erstellen! Clubname. Verdammt. Flausch. Ab. Ich bin sehr kreativ, ich weiß. Club Tag, Fupp. Fupp. Land Deutschland, ja, das ist klar. Meistgenutzte soziale Aktivität. Ich mache Erkundung, wie es wahrscheinlich sehr viel. Credo, Spaß, Club erstellen. Das von Ihnen gewählte Clubtag wird bereits verwendet. Was? Da muss ich kreativ werden. Ich meine, ein Spiel, das schon so alt ist, wird natürlich viele Club-Tags schon haben. Das ist aber das Problem bei Tags. Tags sollen das Ganze abkürzen, weißt du? Aber es wird nichts. Bitte beachten Sie, dass Ubisoft das Recht vorhält, Ihren Club auch noch nach der Erstellung umzubenennen oder zu löschen, sollte der Name oder das Tag als beleidigend oder unangemessen sein. Okay. Easy. Ich habe einen Club erstellt. Nu? Mitglieder 1, Aufgaben 0. Ja. Willkommen bei Ubisoft. Im F1 Up Club. Wenn ihr beitreten wollt, dürft ihr das machen. Ich habe keine Ahnung wie. Okay. So. Was gibt's hier noch so Schönes? Ah, hier geht's wieder hoch. Oh, ist hell geworden. Gibt's hier irgendwo eine Treppe, die rauf führt? Du! Hilf mir doch! Einkommen abholen. Ich hab Einkommen? Ah, da geht's hoch. Oh, was ist das denn? Liste sozialer Kontakte. Ich bin so einsam. Was ist das? Arbeitszimmer. Ah, renovieren. Erdgeschoss. Jawohl. Die Arbeiter, die das Haupthaus renovieren, haben einen kleinen Raum hinter der Küche gefunden. Sein Inhalt könnte euch interessieren.
Cool, jetzt müsst ihr mir nur noch sagen, wo die Küche ist. Naja. Erdgeschoss ist verbessert. Halle. Halle. Komm schon. Die Vorbesitzer müssen einen Raum in der Haupthalle zugemauert haben. Ihr solltet euch ansehen, was dort gefunden wurde. So, das haben wir auch verschönert. Cool, man kriegt sogar ein paar Sachen. Fassade. Der Brunnen wurde seit Jahren nicht genutzt. Es ist schön, wieder frisches Wasser zu haben. Heißt das, ich soll da rein? So, oberste Stockwerke, 5000. Der letzte Schliff. Ja gut, dann kommen wir mit 5000 wieder. Ich würde sagen, morgen werden wir das Erdgeschoss erkunden und die Halle und die Fassade. Oh, und dann sehen wir uns morgen wieder und gucken, was wir da gefunden haben. Haut rein, euer Zero. Tschüss.